Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Boxsportfreundinnen und Boxsportfreunde, im Namen der Veranstaltungsgemeinschaft Boxsportvereinigung 20 Dortmund Mengele und Dortmunder Boxsport 2050 darf ich Sie zum Finale der Westfalenmeisterschaft 2016 der Frauen und Männer hier in Hoppow recht herzlich begrüßen. Wir bedanken uns für Ihren Besuch und das damit aufgebrachte Interesse. Ein besonderer Gruß geht an die Vorstandsmitglieder des Westfälischen Boxsportverbandes, an der Spitze der Präsident Klaus Kunze, an die Vertreter der einzelnen Vereine sowie an die Akteure heute in Ring. Herzlich willkommen hier in Dortmund. Ein Gruß und ein herzliches Dankeschön geht an die hiesige Pressemedien für ihre wohlwollende Berichterstattung. Liebe Boxsportfreunde, ich darf Ihnen nun das heutige Kampfgewicht vorstellen. Als Funk- und Ringrichter amtieren im Wechsel die Sportfreunde Thorsten Braun und Udo Sass. Als Funkrichter sind die beiden Sportfreunde Gerhard Gabel und Antonio Corapietro nominiert. Die Zeitnahme und Mitglied des Vorstandes liegt in den Händen des erfahrenen Kameraden Horst Hessig. Delegierter der Veranstaltung ist Thorsten Braun. Ich begrüße die Verantwortlichen hier am Ring. Das Protokoll führen wie immer Frau Elke Dorlau und Horst Schürmann. Als Zeitnehmer schlägt den Gong unser Sportfreund Horst Hessig. Die ärztliche Betreuung liegt in den Händen von Ringarzt Dr. Günther Med Hübner. Der Ringsprecher ist wie immer Bernd Kramer, DBS-Vize. Ich gebe Ihnen nun die Kampfpaarung des Finals bekannt. Im ersten Kampf stehen sich gegenüber Frauen Alexandra Schenk, Boxzentrum Münster, gegen Jennifer Pottmeier, Victoria Dortmund. Die beiden Kämpferinnen befinden sich noch nicht im Ring, da sie sich umziehen. Männer 64 Kilogramm, Cihan Zor, Lüdenscheider Boxring, gegen Chodik Charletjan, Boxclub Münster. Im dritten Kampf stehen sich gegenüber Männer 69 Kilogramm Dominik Deitberg, Lüdenscheider Boxring gegen Kniaz Nondojan Boxsportclub Asberg. Vierter Kampf 65 Kilogramm Sven Kupka, SV Bragwede gegen Alihan Turgot Wittener Boxsportverein. Männer 91 Kilogramm, Team Vogt Boxclub Münster gegen Lars Wagner Boxclub Münster. Männer 60 Kilogramm, Jigitkan Ötzef, BCR. Gegen Ethel Erdmann, Victoria Dortmund. Männer 75 Kilogramm Leo Horstmann, Boxclub Münster. Gegen Endu Amaya, Victoria Dortmund. Männer 81 Kilogramm Mike Maniera, Märkischer Boxring-Kamm. Gegen Kevin Holke, Altkötter, Boxzentrum Münster. Gegen Patrick Walford, Boxzentrum Münster. Männer A 64 Kilogramm, Juri Bellinger, Vorwärts Bielefeld.
Jetzt wird das etwas schwieriger gegen Marke Bujukaya TV Kronau. Im nächsten Kampf stehen sich gegenüber Männer 69 Kilogramm, Ela Almaganza, Münster. Gegen Juri bei Mayan Vorwärts Bielefeld. Applaus 81 Kilogramm Nuri Jesil, Märkischer Boxring Kamm. Gegen Vitali Hensel, Boxclub Münster. Applaus 91 Kilogramm Felix Hüsenberg, Sportverein Ulan. Gegen Refik Latifi, Boxsport Mengele. Ich wünsche nun den besseren Sieg und Titel sowie den Unterliegenden die Anerkennung. Der Sportfuß wieder an den Dämpfer. Das ist ja. Hier kommt doch sowieso keiner. Er sieht nur die Reporter. Richtig?